Diese Momentaufnahme des Marktes ist natürlich sehr, sehr früh. Wir haben es 2 Uhr ungefähr in Europa und fast 10 Uhr hier in Japan. Also noch nicht wirklich was hier vom Markt hier zu berichten. Der Nikkei heute relativ stabil zur Eröffnung, einigermaßen plus minus null. Und insofern noch keine wirklichen Nachrichten. Ob sich das ändert, bis Sie diese Nachricht jetzt hier lesen, das kann ich noch nicht genau vorhersehen. Das weiß man natürlich nicht. Aber es gibt an sich gute Nachrichten für die Bullen, denn tatsächlich sind die amerikanischen Märkte, der Nasdaq beispielsweise, aber auch die anderen Indizes, sehr, sehr stark in der Bullenflagge unterwegs. Der S&P 500 beispielsweise, Nasdaq, sehr, sehr schön, eigentlich toller Anstieg gehabt, jetzt so dieses Wackelige nach unten. Wir haben mehrmals drüber gesprochen und das ist eigentlich ein perfektes Zeichen, um hier entsprechend diese Marktbewegung nach oben, wenn der Ausbruch eben kommt, dann nochmal mitzunehmen. Das ist so zumindest mal der Klassiker. Warum erzähle ich das so früh? Naja, es ist zu erahnen. Hier im Hintergrund steht schon mein Flieger, also mit dem ich gleich nach Frankfurt wieder fliegen werde für ein paar Tage. Werde ich in Deutschland sein und dementsprechend heute schon etwas früher berichten und dann die nächste Tage dann natürlich dann aus Deutschland. Ansonsten kann man sagen, der Euro hat so langsam, aber sicher seine Zielzone Euro gegen US-Dollar erreicht. Wir müssen also damit rechnen, dass auch da jetzt vielleicht so ein Boden, eine Bodenfindung stattfindet, aber nicht mit der Sicherheit, dass man jetzt da schon direkt long gehen kann, aber wer jetzt short war, sollte vielleicht so langsam, aber sicher überlegen, Stops ein bisschen enger ranzuziehen oder nachzuziehen, damit die Shorts, wenn der Markt dann wirklich nach oben geht, wieder dann nicht zu viel wieder abgeben und umgekehrt, wenn da mal die Gegenbewegung, der Schub nach oben kommt, um dann da entsprechend mitzumachen. Also wir haben eigentlich gute Voraussetzungen am Aktienmarkt, die Ausrichtung nach oben, aber unbedingt Trigger abwarten, das ist auf jeden Fall wichtig. So viel mehr kann ich zu dieser frühen Uhrzeit noch gar nicht sagen. Ich hoffe, dass die Nachricht nicht viel zu spät schon ist. Wer weiß, wie es denn, wenn Sie die Nachricht jetzt lesen, dann in Europa, der Markt dann schon ist, aber da werde ich über den Wolken sein und deshalb nicht wirklich da was zu beitragen können. Und wenn Sie mich jetzt nur schemenhaft erkennen, dann liegt es an dem gleißenden Licht, was hier ist. Ist aber nicht ganz so wichtig. Der Hintergrund ist eh schöner. In diesem Sinne melde ich mich noch mal einmal ab hier aus Japan und wünsche alles Gute. Bis zum nächsten Mal.